Es war ein richtiger Veranstaltungsmarathon über 4 Tage im Rahmen des Salzkammergut-Festwochen Gmunden, der über verschiedenste Bühnen ging. Das Fest für Christoph Ranzmeier mit zahlreichen berühmten Akteuren und vor allem auch mit dem berühmten Schriftsteller höchstpersönlich. Wir waren für Sie mit dabei und bleiben Sie dran, denn nach diesem Bericht habe ich wirklich tolle Karten für Sie zu verlosen. Die letzte Welt. Morbus Kitahara, die Verbeugung des Riesen, der fliegende Berg und. Mit seinen Werken, in denen er zumeist historische Tatsachen mit Fiktion verbindet, behauptet Christoph Ranzmeier, der Dichter und Weltreisende, seinen Platz am Olymp, nicht nur der gegenwärtigen österreichischen Schriftstellergötter. In über 30 Sprachen wurden seine Romane bisher übersetzt. Von 31. Juli bis 3. August richteten die Salzkammergut-Festwochen Gmunden ihm zu Ehren ein Fest mit dem Überbegriff Spielformen des Erzählens aus. Nachdem im Vorjahr Peter Handke bei seinem Fest durch Abwesenheit glänzte, wirkte Ranzmeier bereits bei der Vorbereitung dieses Veranstaltungsmarathons über 4 Tage mit. Ein Fest für und vor allem mit Christoph Ranzmeier. Allerdings ohne anmaßendes Schulterklopfen und Weihrauch. Abgesehen davon, dass natürlich Fest nicht ganz der richtige Name ist für die Vorführung einer Vielfalt von Formen des Erzählens, ist es in jedem Fall ein Rückenwind. Insofern, als natürlich jede Veranstaltung, die Menschen, die freiwillig sich zu ihr einfinden, um eine Arbeit zu betrachten, um sie zu verfolgen oder zuzuhören, den, der diese Arbeit verfasst hat, im günstigsten Fall in eine Weihnachtsstimmung versetzen können. Im Hochsommer? Im Hochsommer. 11 Veranstaltungsorte, von der Hip-Halle über die Galerie Tangelberg in Forchdorf, der Villa Lanna, dem Toskana-Kongress, bis zur Salzlagerhalle in der Saline Ebensee. Franz Schuh, Mavi Hörbiger, Michael Mertens und sogar Reinhold Messner, um nur einige zu nennen, beteiligten sich mit Begeisterung an den Spielformen des Erzählens in den 4 intensiven Tagen. Höhepunkt am Eröffnungstag in der Hip-Halle war sicherlich die Lesung von Bühnen- und Filmstar Angela Winkler aus Die letzte Welt. Dass er schließlich selber vor die Massen wollte, war wohl auch eine der Bedingungen seines Unglücks. Denn was in den Stadien tobte und sich brüllend gefügig hielt, beanspruchte ein einziger für sich allein. Augustus, Imperator und Held der Welt. Das ist ja jetzt, wird ja der Herr Ranzmeier geehrt und da bin ich jetzt hier, um ihm zu dienen, sagen wir mal so, um ihn auch zu ehren. Ich mit meiner Stimme, ich mit meiner Person. Und es freut mich, dass ich ausgewählt wurde. Ich komme nämlich jetzt direkt aus der Bretagne und wollte eigentlich da meinen Urlaub machen, aber da habe ich gedacht, ach nee, das ist so toll, dass diesen Christoph Ranzmeier, das mache ich. Aus den Empfängern ihrer Funkgeräte, aber im gleichmäßigen Lärm ihrer Anwesenheit höre ich sie auch sagen, was für ein Unfug. Was für ein Unfug, in der siedenden, flimmernden Leere einer umzäunten Ebene einen Probanden auszusetzen und ihn ohne Beistand und Überlebensmittel seinem raschen Untergang zu überlassen. Auch er ist ein richtiger Star und lebt, wovon jeder Schauspieler träumt. Michael Mertens pendelt ständig zwischen den bedeutendsten deutschsprachigen Theatern und glänzt als Marc-Anton, Mephisto, Prinz von Homburg oder Franz Mohr. Am Nachmittag des 2. Festtages gab er gemeinsam mit seiner ebenso berühmten Frau Mavi Hörbiger eine Lesung in der Hip-Halle. Am Abend stand die szenische Lesung aus Strahlender Untergang in der Salzlagerhalle der Saline Ebensee auf dem Programm. Ein wunderbares, apokalyptisches Szenario. So beschrieb Christoph Ranzmeier diesen einzigartigen Veranstaltungsort. Und auch der Schauspieler genoss dieses Bühnenbild. Eine traumhafte, unglaubliche, schöne
Kulisse, die exakt zu dem Text passt, den ich da heute von Herrn Ransmeier vorgelesen habe. Jetzt habe ich neben Herrn Handke habe ich meinen zweiten österreichischen Lieblingsautor entdeckt. Und das, ich bin eben geradezu süchtig nach diesem Text. Das ist ja auch, und es gibt diese fantastischen, unglaublich spannenden Reiseberichte. Und aber auch alles andere, was er geschrieben hat, ist, mich fasziniert es sehr. Ich finde es auch gar nicht so schwer. Ich finde es sehr, sehr schön und es ist sehr, auch sehr angenehm zum Vortragen. Auch wenn der Meister selber im Publikum sitzt? Da ist der, hat man so ein bisschen Angst, dass er, das ist das, also vor den Leuten hatte ich keine Angst, aber wenn ich Lampenfieber hatte und ein bisschen Lampenfieber hatte, dann lag das an Herrn Ransmeier. Nach der szenischen Lesung war Christoph Ransmeier sogar als DJ zu erleben. Aber genau das machte auch den gewissen Zauber dieses Veranstaltungsreigens aus. Im Mittelpunkt stand das Werk von Christoph Ransmeier und zugleich war er auch sozusagen zum Anfassen mit dabei. Ich glaube, das ist einmalig, einzigartig, dass jemand wirklich das begleitet und dabei ist. Es kommt eins schon dazu, dass wir sehr, sehr intensiv geplant haben, in der Planung waren, dass sehr, sehr viele Vorschläge, die er gemacht hat, dann tatsächlich umgesetzt wurden von den Plätzen, von den Mitwirkenden. Ja, es ist eben ein Fest für Christoph Ransmeier. Der berühmteste Festgast, wenn es um die Allgemeinbildung geht, war sicherlich Reinhold Messner. Er war am vierten Tag Hauptakteur der Feierlichkeiten. Ihm widmen wir in der nächsten Woche einen gesonderten Schwerpunkt. Das Fest für Christoph Ransmeier war nicht irgendwo, sondern im Salzkammergut. Dort, wo der gebürtige Reuthammer seine Kindheit verbrachte und auch nach wie vor sehr eng damit verwurzelt ist. Insofern ist das Gmunden und das Salzkammergut und der Traunsee natürlich immer auch als Kulissen meiner früheren und frühesten Geschichte, also auch meiner Kindheit auftauchen. Und natürlich in dieser Zeit Bilder auch begraben liegen, die manches Mal, jedenfalls wenn ich hier gehe, vor allem gehe, ob das das Höllengebirge oder dann auch das Rote Gebirge ist, die dann wieder wach werden. Und an den Orten, von denen man irgendwann einmal aufgebrochen ist, an den Orten, an denen man dann auch wieder gelegentlich, so wie jetzt, zurückkehrt, schließen sich manche Kreise, manche in allen Frieden, manche rätselhaft, manche problematisch wie je. Und das ist natürlich auch eine Art Faden, der einen mit einer solchen Gegend, mit einem solchen Ort vernäht. Das Fest für Christoph Ransmeier, bisher unbestritten der Höhepunkt der heurigen Salzkammergut-Festwochen Gmunden. Viele weitere folgen noch.